Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. Hallihallo, außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, und ich bin auch dabei. Hallo, hier ist Nils. Zurück ins Studio. Genau, hab's vergessen. Zurück, Schnips, genau. Ihr merkt ja schon, es ist total lustig und spaßig. Wir freuen uns, denn wir können uns sehen, wir können uns hören und wir sprechen endlich wieder zusammen. Wir sind halbwegs alle gesundet und haben Lust und Bock und endlich können wir in den Delta-Quadranten reisen. Ach, was schön, Jungs. Ja. Wie geht's euch? Ach du, ich hab Rücken, bin total müde und hab aber total Bock, mit euch jetzt zu reden. Das ist total gut. Das ist zumindest das Ende klingt gut. Frank, wie geht's dir? Och, ja. Wie es einem so geht im 21. Jahrhundert, ne, mit den aktuellen Ereignissen und ja, so. Ja, gut, also es ist alles so, wie es ist. Aber gibt's irgendwie Neuigkeiten? Keine. Stopp, ich hab doch was. Ich muss dich unterbrechen, weil ich habe was Wichtiges zu dingsen hier. Ich war nämlich eingeladen als Gastie bei Trekgasm. Wow. Trek, was ist das? Das ist ein Star Trek Podcast. Es gibt nicht genug Star Trek Podcasts und Trekgasm, wie Orgasm, nur reden die nicht über Ohren, sondern über Trek. Ist es halt Trekgasm und da bin ich in der Folge 52 zu Gast. Wir reden über Star Trek Discovery Staffel 4 Episode 9 und über ganz viel News. Also wir, das sind die Britt, Marie und TJ und ich. Das klingt spannend. Das werden wir natürlich verlinken und das wird man dann auch schon gehört haben können, glaube ich. Doch, ja. Es werden. Vielleicht. Irgendwie. Je nach, man weiß nicht, bestimmt. Wann wir rauskommen, wann die rauskommen. Ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, dann ist das schon draußen gewesen. Also das heißt, sobald ihr das hier fertig gehört habt, liebe Hörgis, könnt ihr dann weiterhören. Ganz genau. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar News. Und zwar als allererstes einen kleinen Nachbrenner zu unserer Auf den Schirm Folge Nummer 11. Das war die Folge, wo ich es mir nicht nehmen lassen wollte, eine Kleinigkeit zu dem dritten Trailer zur zweiten Staffel Star Trek Picard zu bringen. Ich werde unter dieser Folge endlich dann auch nochmal nach langer, langer Zeit den Trailer auf Deutsch euch zur Verfügung stellen. Das habe ich da irgendwie vergessen, wie auch immer. Dann gibt es etwas, das haben vielleicht der ein oder andere möglicherweise schon mal gesehen und gehört. Es gibt ja so komische kleine Klötze, die man aufeinander stapeln kann. Da gibt es eine Firma im hohen Norden in Dänemark, die hat sich das irgendwann mal einfallen lassen. Und das gibt es jetzt auch noch im Größeren. Das nennt sich dann Klemmbausteine. Und diese Klemmbausteine, die kann man zusammenfügen und unter anderem, wenn man möchte, auch gerne daraus inzwischen Star Trek Sachen basteln. Und genau das habe ich gemacht. Und zwar habe ich die Enterprise D gebaut. Sehr, sehr groß. Mit knapp 2000 Teilen. Das finde ich total klasse. Also wenn man das Bock hat und Lust hat, dann kann man das gerne machen. Ich finde es einfach nur klasse, dass es endlich auch da Merchandise gibt für diese kleine Nische. Also ich mag ja diese Klemmbausteine. Das wisst ihr auch. Ja, gibt es noch was? Ja, große News habe ich hier noch stehen. Ne? Das hat sich ja durch unsere Zwangspause so ein bisschen verschoben. Aber große News von Akiva Goldsman und Terry Metalas. Das sind die Showrunner der Staffel 2 und 3 Star Trek Picard. Also ich weiß nicht, wie das bei euch höre ich es jetzt schon in die News hochgekommen ist oder ob ihr das vielleicht schon gelesen habt. Star Trek Picard endet nach der dritten Staffel. Punkt. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass möglicherweise, also noch vor der ersten Staffel, dass man gesagt hat, ja, Picard, entweder eine oder drei oder fünf oder sieben, da waren die sich noch nicht ganz sicher. Aber die beiden Showrunner haben jetzt ganz klar gesagt, nach der dritten Staffel ist Ente. Und die dritte Staffel soll irgendwas sein, was möglich ins 43. Jahrhundert. Das hoffe ich nicht, denn es wurde, meine ich, von Akiva Goldsman gesagt, dass dort etwas gezeigt werden wird, was Star Trek von Grund auf verändern wird. Das kann ja gar nicht sein, weil wir wissen ja, was vorher und hinterher passiert.
Ja, ja, gut, aber man kann ja auch gewisse Sachen nochmal machen. Also in Discovery sind wir in die Zukunft gereist. Picard geht jetzt in die Vergangenheit. Vielleicht trifft man sich ja nochmal wieder. Man hat ja schon mal irgend so ein komisches Crossover angedeutet. Und das könnte wirklich viel verändern. Ob das positiv ist oder negativ, würde man dann möglicherweise sehen. Meinst du, Picard wechselt tatsächlich in die Discovery-Zeit? Das wäre ja schon witzig. Ja, oder die... Oder die Discovery kommt zurück. Ruhig nicht. Die Captain der Discovery kommt auf einem silbernen Fliegenden Teppich, geritten. Sag's doch. Ja, einen fliegenden Teppich irgendwo zu Picard geritten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst davor. Also, was ich auf jeden Fall gut finde, ist, wenn die jetzt schon wissen, und das wahrscheinlich auch schon eine Weile wissen, dass die dritte Staffel die letzte ist, dann können sie das entsprechend vorbereiten. Und nicht wie bei anderen Serien sich davon überraschen lassen. Also, ja. Es gibt ja Serien, die haben quasi kein vernünftiges Ende. Two Broke Girls zum Beispiel. Weil die einfach davon überrascht worden sind, dass es jetzt plötzlich endet. Die sind mit einem Writer's Strike irgendwie einfach vorbei gewesen. Und andere Serien haben dann plötzlich irgendwie nach der 8. noch eine 9. Staffel gekriegt und mussten diese komplette 9. Staffel in 2 Tagen spielen lassen, was für sehr, sehr eigenartige Folgen gesorgt hat. Wir erinnern uns an How I Met Your Mother. Und ich bin ganz froh, dass es jetzt bei Star Trek Picard jedenfalls so ist, dass sie von vornherein wissen, nach der 3. Staffel ist Schluss. Das heißt, sie können sich für alle Beteiligten ein brauchbares Ende und für die Jüngeren vielleicht auch eine Übergabe irgendwie einfallen lassen. Finde ich gut. Ja, also das ist ein Vorteil. Also wie gesagt, ich bin da so ein bisschen skeptisch, aber ich kenne auch die, was sind das, Arne, worüber habt ihr gesprochen? 4. Staffel ist das inzwischen bei Discovery, ne? Ja. Ja, genau. Lineares Fernsehen ist irgendwie bei mir heutzutage nicht mehr so richtig möglich. Deswegen habe ich es noch nicht geschafft, die 9 Folgen zu sehen. Der erste Teil soll ganz gut sein, habe ich mir sagen lassen. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Deswegen ja, ist einmal. Alles Gerüchte. Also das ist irgendwo mal aufgeploppt, Picard und Discovery. Also wir lassen uns da nicht irgendwie was reinreden. Wir freuen uns erstmal. Ich freue mich auf die 2. Staffel, das kann ich nochmal sagen. Und was mit der 3. Staffel passiert, das ist noch gar nicht in so weiter Zukunft. Die sind ja dabei. Eigentlich müssten die schon fast in die Postproduktion gehen. Also ich tippe mal nächstes Jahr. Aber wir werden es sehen. Lang genug Vorrede, würde ich mal sagen. Wir wollten in den Delta-Quadranten reisen. Und zwar mit dem Raumschiff Voyager in die 20. Folge der 5. Staffel. Diese hatte Uraufführung am 31.03.1999 unter dem Titel Think Tank. Die Denkfabrik am 29.12.1999. Also da waren die Abstände doch relativ kurz dann. Nicht, dass ihr euch wundert, liebe Höris. Solltet ihr diese Folge suchen auf einem großen Streaming-Anbieter, zumindest derzeit noch, der mit dem großen N, dann ist das die Folge 19 dort. Das liegt daran, dass in der 5. Staffel das große Dunkle, ich habe die Folge vergessen, die haben wir schon besprochen, das ist eine Doppelfolge und halt diese 90 Minuten laufen bei Netflix als eine Folge. Deswegen die 20. Folge bei Netflix als 19. zu finden. Ja. Wir besprechen natürlich so viel, wie wir können. Das wollen wir machen. Deswegen schaltet gerne wieder ein, wenn ihr fertig geschaut habt. Und jetzt übergebe ich an den Frank, denn der Frank erzählt uns ein wenig zu dieser Folge. Genau, die Denkfabrik. Wir lernen in einer kurzen Vorszene die Denkfabrik kennen, bestehend aus, also vertreten durch Kuros, den, ja, ich würde mal sagen, den Captain, der versucht, ein Geschäft mit einem Alien abzuschließen, für deren Heimatwelt sie sich eine Stabilisierungstechnologie überlegt haben, also sonst wäre wahrscheinlich der Planet irgendwie zerfallen, wollen dafür ein bestimmtes Erz haben, die wollen das aber nicht so gerne rausgeben und Kuros zwingt sie nun ganz offensichtlich dazu, denn er sagt, wenn er nicht bezahlt würde, dann würden sie das Stabilisierungsfeld wieder abschalten. Es ist schon klar, der Think Tank, die Denkfabrik besteht aus kuriosen Geistern intelligenter Natur, die durch das Weltall ziehen, um komplizierte Probleme zu lösen. Zumindest stellen sie sich so selbst vor und scheinen dabei aber moralisch, sagen wir mal, fragwürdig zu sein.
Wir wechseln auf die Voyager. Janeway versucht, ein Puzzle zu lösen. Und die Folge wird sozusagen vom Puzzle-Lösen, vom Lösen komplizierter Probleme begleitet sein. Denn als nächstes trifft die Voyager auf einen Planetoiden, der just explodiert und quasi als nächstes findet sich die Voyager unter Beschuss wieder und muss feststellen, dass sie von einem Geschwader von Kopfgeldjägern verfolgt wird, die eben von einem unbekannten Auftraggeber dazu instruiert wurden, die Voyager zu kapern, zu fangen. Unverhofft findet sich der Kuros, der Kopf der Denkfabrik auf der Voyager wieder und bietet seine Hilfe an gegen entsprechende Bezahlung. Dabei sagt er, manchmal ist es von, also sie hätten schon unterschiedlichsten Spezies geholfen und manchmal wollen sie nur was wie so ein Rezept haben, manchmal irgendeine Formel etc. Wie sich aber herausstellt, ist es im Fall von der Voyager etwas komplizierter, denn die Denkfabrik wünscht sich Seven of Nine als einen Teil ihrer Bezahlung. Natürlich wird Janeway nicht einfach Seven of Nine als Bezahlung freigeben, offeriert ihr das eben selbst zu entscheiden, ob sie das tun will. Seven of Nine entscheidet sich dagegen. Es sieht dann so aus, dass sich die Voyager selbst gegen die Kopfgeldjäger versuchen muss durchzusetzen, die sogenannten Hazari. Jetzt ist es so, dass durch eine Finte sind sie in der Lage, ein solches Hazari-Schiff ebenfalls zu kapern, mit den Crewmembern zu sprechen und finden darüber heraus, dass die ominösen Auftraggeber, die die Enterprise kapern sollen, selbst auch die Vertreter der Denkfabrik sind. Haha. Dann wundert es natürlich auch nicht, dass Kuros ihnen da raushelfen kann. Als nächstes kommen sie selber mit einem Plan. Und zwar ist es so, dass die Hazari erstmal spontan das Kopfgeld erhöhen wollen. Anschließend ist es so, dass es also einen Kampf zwischen den Hazari und der Voyager gibt. Es sieht dann sehr stark danach aus, als würde die Voyager verlieren. Im Zuge dessen ist es so, dass Seven of Nine mit einem Shuttle sich zur Denkfabrik begibt, quasi fingiert, sie wäre jetzt bereit, sich der Crew anzuschließen. Und nun ist es so, dass als nächstes, da Kuros eben misstrauisch ist und quasi jetzt wissen möchte, was denn tatsächlich Seven of Nines bzw. Janeways Gedanken sind, möchte er sie, Seven of Nine, an das Schiffskommunikationssystem anschließen. Und just diesen Moment, diese Aktion wird dann ausgenutzt von der Enterprise, von der Voyager, um ein Virus in das Kommunikationssystem einzuschleusen, wodurch die Member der Denkfabrik, die alle völlig unterschiedlichen Spezies angehören, nicht mehr miteinander kommunizieren können. Infolgedessen sind sie nicht mehr in der Lage, sogenannten Raumladungen auszuweichen vernünftig, die sie aus dem Subraum, in dem das fortgeschrittene Schiff sonst immer verweilt und dadurch unangreifbar ist, herausfällt und anschließend angegriffen wird. Die Voyager kann entsprechend weiterziehen und Kuros, die Denkfabrik und die Crew haben ein kleines Problem zum Nachdenken. Ja, wunderbar. Schön. Sehr das, schön. Fand ich gut. Ja, absolut. Ich habe sogar einen kleinen Aha-Moment gehabt in dem Moment, denn ich habe hier stehen, dieses behämmerte Spiel. Aber ja. Du hast es ja gesagt, es geht die ganze Zeit um Rätsel lösen und dieses Spiel ist ja ein Rätsel, das ja, eigentlich keiner so richtig da lösen kann, wie wir noch herausfinden werden. Ja, stimmt auch, ja. Seven hat es ja dann einfach gelöst, indem sie das komplette Ding gescannt hat und dann weiß, wie Schummelei die Mechanik halt, ne? Also das, aber du hast recht, ja, es konnte keiner lösen, beziehungsweise sie konnte es lösen. Genauso wie ja letztlich auch das Dilemma, in dem die Voyager steckte, ja eigentlich auch geschummelt war, ne? Weil es gab ja keine Lösung, sondern es war ja auch geschummelt, nur von der Gegenseite. Das stimmt. Also das heißt, keiner spielt hier eigentlich wirklich ehrlich. Ja, aber fangen wir einfach mit dem Think Tank an.
Ich finde das spannend, die Idee, dass da diese Gruppe ist, die Rätsel löst und sich natürlich auch für bezahlen lassen will. Aber ich finde das krass zu sagen, in diesem Fall, ja, pass mal auf, wir wollen, ich glaube, im Erz ging es, ne? Ja. Alles Erz, das es da gibt. Also dieses, ich muss alles davon haben. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Im Nachhinein erklären sie ja, dass sie von irgendeiner Spezies, wenn ich mich recht entsinne, das Rezept von einer Suppe bekommen haben. Mhm. Hat das da keiner aufgenommen, also beziehungsweise aufgeschrieben? Oder mussten die das alle verbrennen? Oder haben jetzt, also haben die jetzt, hat der Think Tank jetzt das Monopol auf diese Suppe? Nein, also ich glaube tatsächlich, dass es so ist, dass diese Suppe einfach ein hohes Gut für dieses Volk war und dass sie sich das teuer erkauft haben, dadurch, dass sie das Rezept rausgegeben haben. Okay, aber ich fand das halt schon ziemlich krass, dass man hier sagt, so pass mal auf, hier so und so viele Tonnen von dem Erz haben wir, das ist sehr, ja, wie heißt es ist sehr, sag doch mal, wie heißt denn das Wort, das ist wertvoll und das ist selten und das bekommt ihr, ja, und das wollen sie nicht so gerne, weil sie es natürlich selber benutzen wollen. Was für ein Riesenraumschiff muss das sein? Also das ist für mich so ein bisschen sehr konstruiert gewesen. Ich verstehe den Gedanken dahinter, dass die was Einzigartiges haben wollen. So kommen wir ja auch später auf Seven. Aber ich finde das echt sehr krass. Also das zeigt aber auch gleich dieses Denken, das die haben. Ne? Entweder ihr kriegt das oder wir schalten hier wieder ab und euer Planet bricht auseinander. Also ich fand das so ein bisschen, das wirkte so ein bisschen westernmäßig, so Schutzgelderpressung hier, wir haben für dich den großen Bösen umgemurkst und dafür gibst du uns jetzt die nächsten 30 Jahre alles Geld, was du verdienst. So wirkte diese erste Anfangsszene auf mich. Also schon ja. Per se nicht koscher und nicht fair. Ja, also hier wird auf gar keinen Fall irgendwie dargestellt werden, ja, die könnten ja nett sein. Also es ist schon so von Anfang an dieses Gefühl, okay, die Jungs, die wollen wirklich nur ihren Weg ablaufen, ihre Ziele erreichen, Punkt aus, Ende. Also zumindest spätestens nachdem Koros auftaucht. Mhm. Ja, absolut, ja. Spannende Figur. Ich fand immer diese Idee einfach irgendwie spannend, dass es irgendwie so ein Kollektiv von solchen, ja, soll man mal sagen, so Wissenschaftlern oder so Freigeistern vielleicht irgendwie, dass es die irgendwie gibt. Und die sind ja auch alle super verschieden. Also Kuros ist ja eine Spezies, die, weiß ich gar nicht, ob man sowas Ähnliches nochmal sieht. Also so ein bisschen weiß ich auch nicht genau, irgendwie so ein bisschen Jedi-mäßig oder sowas. Dann dieses eine Viech, das da in so einem Tank schwimmt. Dann noch ein so ein plasmisches, also so ein Plasma, großes Plasmatier, was irgendwie in dynamischen Gravitationsfeldern lebt, dann eine komplett künstliche Intelligenz, haben wir auch selten in Star Trek. Mhm. Also ja, Data, aber der ist ja quasi mit seinem positronischen Gehirn ja zumindest so menschenähnlich gebaut, ne? Während das ist wirklich so ein im Prinzip so ein Ding, was rumsteht, ne? Das fand ich irgendwie als Idee krass und dann haben sie ja diese krasse Technologie auch und ich würde fast sagen, dass ich es eigentlich ein bisschen schade fand, dass die dann doch eigentlich eher scheiße sind, so, weil ja, also wie cool wäre es, wenn die cool wären, so, ne? Aber das stimmt. Ja. Ja. Ja, nee, genau. Da muss ich einmal ganz kurz einhaken, bevor ich oder wir weitergehen können. Denn du hast gerade gesagt, künstliche Intelligenzen bei Star Trek, das ist ja gar nicht so häufig außer Data. Grob weiß ich es gar nicht mehr so ganz genau, aber zumindest bei der TOS-Serie erinnere ich mich daran, dass es relativ häufig war, dass Kirk und Co. mit künstlichen Intelligenzen zu tun hatten. Oh, ich erinnere mich tatsächlich auch dran. Da muss ich wiederum kurz einhaken. Auf dem Planeten Beta 3 nämlich, da gab es den künstlichen Computer Landru. Und da habe ich deswegen von erfahren, nicht, dass ich die Folge gesehen hätte, sondern der taucht wieder auf in der 10. Folge der ersten Staffel von Lower Decks. Und da habe ich in meinem Podcast 4 unter Deck gerade drüber gesprochen. Könnt ihr euch anhören, verlinken wir. Na, siehste, also genau. Es ist halt so, dass Kirk doch immer wieder mit diesen künstlichen Intelligenzen zu tun hat. Und einer seiner Signature-Moves war es denn ja doch, diese künstlichen Intelligenzen so in Widersprüche zu
verstricken, dass sie verloren haben oder sich selbst ausgeschaltet haben oder zerstört worden sind oder wie auch immer. Also das gab es. Und was Think Tank angeht, ich bin bei dir, Frank, dieser Think Tank ist total entspannt. Ist total entspannt. Nein, der Tod ist total spannend. Entspannt sind die Jungs überhaupt nur Mädels überhaupt nicht. Ich dachte auch so, ja, Sauna und so, habe ich gerade irgendwie nicht gesehen. Nein, ich finde die auch gut. Schade, dass sie böse sind. Aber es gab auch schon einen guten Think Tank und zwar bei Deep Space Nine. Ich krieg die Folge nicht mehr ganz zusammen oder Folgen. Die tauchten auf um und bei des Dominion-Krieges und es war so, dass die auf die Station kamen und sollten da wohl irgendwie helfen, diesen Krieg zu beenden. Und am Ende haben sie rausgerechnet, das Beste für die Föderation wäre es, sich einfach zu ergeben. Sehr spannend. Viel auch mit Julian Bergier drumherum, weil das sind alles genetisch aufgewertete Personen. Also ich gucke, ich überlege nochmal, ob ich rausfinde, welche Folge das war. Und wenn mir das einfällt, dann werde ich das verlinken. Ja, genau. Aber wir haben halt diese weniger netten Personen. Also auf den ersten Blick natürlich total nett zu sagen, hey, wir helfen dir, aber nur, wenn ich das kriege, was ich will und wirklich das und alles. Ich habe gerade noch mal geguckt, ist schon spannend bei diesem Fall, also woran ich mich so ein bisschen aufhänge, was also mein Kopf auch nicht rein will. Die wollen 60 Gigatonnen Erz haben. Das scheint mir recht viel zu sein, ehrlich gesagt. Ja, also das ist nichts, was man in so einem Jutebeutel wegträgt und das Schiff sieht jetzt auch nicht so groß aus, weil wenn man sich mal Größenverhältnisse von den Raumschiffen anschaut, die Voyager, die wir ja später noch sehen werden, neben diesem Raumschiff von dem Think Tank, naja, also das ist ja nicht so viel größer. Die Voyager ist deutlich kleiner als die Enterprise D mit irgendwie 600, 700 Metern und ich kann mir nicht vorstellen, dass man selbst auf die Enterprise D 60 Gigatonnen verpacken könnte. Aber gut, Weiß ich auch nicht. Da ist schon wieder zu viel in meinem Kopf zu denken. Das passt jetzt nicht, das passt nicht. Egal, darum soll es auch nicht gehen. Es ist grundsätzlich, gebe ich Frank recht, eine total coole Idee. Und es gibt es ja auch immer wieder, dass einfach viele schlaue Leute zusammensetzen und eigentlich was Gutes machen wollen oder sollen. Ja. Ich finde auch, das hätte man an dieser Folge auch andersrum machen können. Man hätte die auch einfach nett sein können und tatsächlich bei einem Problem helfen lassen können. Ja, finde ich auch, ja. Weil die Idee, dass das alles super schlaue Leute, also es ist natürlich einfach realitätsnah. Im Grunde geht es hier schon in die ganze Fazitgeschichte rein, aber es ist tatsächlich ein bisschen realitätsnah, dass die Leute, die super schlau sind, den Vorteil für sich nutzen wollen. So, ne, das sehen wir in unserer aktuellen Welt ja auch. Die Leute, die schlau sind und Glück haben, die werden einfach super reich und mega Arschloch. Ja. Was willst du machen? Du hast eine gute Idee und willst du sie verkaufen? Ist halt so. Also es wäre schön, wenn die großen Schlauen nicht nur sagen, ich mache mal hier eine Stiftung da oder gebe mal da irgendwie ein paar Euro aus, sondern wirklich das für die Menschheit machen würden. Aber weiß ich jetzt nicht. Wenn du die Idee für das E-Auto hast, das wirst du nicht einfach dahinstellen, sodass jeder das bekommt und nichts dafür bezahlen muss. Du willst damit Geld verdienen. Wenn du die Idee hast, dass alle Waren quer durch die Welt gesendet werden können und du damit einfach jede Menge Schotter machen kannst, ja, das willst du Schotter haben und wirst das den Leuten nicht einfach so geben. Ist leider so, da gebe ich voll und ganz recht. Naja, ist halt so, wie es ist. Wie gesagt, mir nimmt jetzt gerade so ein bisschen Franks Zusammenfassung, ich wollte wirklich so gerne auf diesem komischen, doofen Spiel rumhacken. Das hat natürlich jetzt nicht funktioniert, weil ich es einfach nicht verstanden habe und mich gefragt habe, was soll dieser Quatsch? Aber natürlich, das ist im Prinzip die Idee, um nachher ja das Rätsel lösen zu können, weil Seven da ja beschied hat, die Böse. Aber es macht halt Sinn, irgendwie so eine Idee zu haben. Ich finde das ganz erstaunlich, dass diese Idee dann tatsächlich auch funktioniert. Also denn auf dem Schiff der Denkfabrik, dann später, da wo Seven sich dann hin shuttelt und dann da ist, da kommt ja dieser Vorschlag, nicht von ihr sich an den Computer anzuschließen, sondern tatsächlich von Kuros. Und dann macht sie das so widerwillig mit. Und das war aber genau der Plan, den sie gemacht hat. Also ja, das ist schon überragend clever gewesen und sehr, sehr vorausschauend.
Ja, sie haben ja auch relativ lange an diesem Plan gearbeitet. Das sieht man ja in dieser schönen A-Team-Sequenz. Ja. Wo ja die Crew und den Gast, den sie haben, ich habe den Namen vergessen, hat der Mann einen Gast? Ist ja auch egal. Es war einer von den Hazari auf jeden Fall. Ja, genau, der Ober-Hazari da. Die bauen sich ja wirklich, die sitzen überlegen und was kann man machen. Also das war für mich so ein bisschen eine A-Team-Szene, wo einfach dieser Plan jetzt ausgearbeitet wird. Nee, das war eine super Idee, um genau das zu machen, was sie haben. Und sie mussten ja auch schlau sein, damit... Ja, damit genau das passiert, was sie wollen und der Plan aufgeht. Denn der Gegner ist ja einfach extrem schlau. Ja. Das ist einfach so. Was ich auch nochmal zur Diskussion stellen will, die Hazari. Also die sind ja auch so ein bisschen veräppelt worden von Kuros und seiner Crew. Ich bin mir da uneins, bin ich ganz ehrlich. Deswegen möchte ich euch gerne mal fragen, ist das vernünftig oder ist das einfach nachvollziehbar, dass die sich so schnell mit der Voyager-Crew zusammentun, um da gegen Kuros und seine Crew anzugehen, also den Think Tank, ganz nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, oder ist das hier zu schnell gewesen? Weil die sind ja doch, ich will nicht sagen klingonisch, sondern nachdem, also wir haben bezahlt, also machen wir das jetzt auch, sondern die sind ja wirklich schnell rübergegangen. Was ist da eure Meinung so? Ja, ich fand es auch ein bisschen unkonsistent, weil sie ja auch angekündigt wurden als eine Spezies überragender Kopfgeldjäger, die gleichzeitig auch noch Ehre haben. Also, dass sie halt, dass dann der Preis irgendwann nebensächlich ist, sondern es darum geht, dass sie ihren Ruf sozusagen verteidigen. Also, ich hätte es mir jetzt darüber nur erklären können, dass einfach diese zwei Vögel, die sie da quasi durch dieses Manöver in diesem Wrackgebiet da quasi übernommen haben, dass die einfach, die haben sie halt, die hätten sie jetzt auch genauso gut in den Knast bei sich stecken können, ja. Also da hätten sie einfach sagen können, ja, ihr macht jetzt hier entweder mit oder es geht halt in die Brick. Und so hätte man es machen können. Aus meiner Sicht war es ein bisschen überzogen, halt diese Ehrengeschichte so stark zu in den Vordergrund zu spielen. Was dann vielleicht es so ein bisschen rettet, ist, dass die Denkfabrik als Ziel einfach mehr wert ist und vielleicht dann auch mehr Ehre bringt. Na, aber da machen sie sich sozusagen nicht so die Mühe, das wirklich so zu erklären, warum die da jetzt mit an Bord sind. Zumal dann ja auch der eine Vertreter da ja dann nach 3 Stunden schon auch schlechte Laune hat und so. Da hätte man ja auch denken können, der haut jetzt, also wenn es eine Doppelfolge wäre, dann hätte man auch überlegen können, dass es dann auch so ein Rebound gibt, dass die da also erstmal sagen, ja, nee, da müssen wir uns jetzt erstmal beweisen, dass es überhaupt funktioniert oder irgend sowas, ne? Und dafür gab es dann halt schlicht die Zeit nicht. Also ich würde es jetzt einfach darüber für mich so erklären, auch wenn es nicht so gut dargestellt war, dass dann einfach die Denkfabrik einfach das attraktivere Ziel war, weil die einfach, was ja in der Szene dann auch rauskommt, sie in dem Raumsektor einfach berüchtigt sind, weil sie offensichtlich mit mehreren Leuten so ein Deal aller, ich schaffe euch erst ein Problem, dann löse ich euch das Problem und dann möchte ich gerne dafür als Wiedergutmachung, also als Schutzgeld, das Teuerste haben, was ihr gerade habt. Ne? Weil das ist ja so im Prinzip deren Deal. Und wenn du Glück hast, ist das Teuerste und Einzigartigste, was du besitzt, halt ein kopierbares Rezept. und wenn du Pech hast, ist es 7 of 9. Und also ich finde tatsächlich, für mich hat das einen Sinn mit diesen Hazari, dass die da einlenken. Und okay. Ich möchte es euch gerne erklären. Also zum einen, die haben ja schon gemerkt, dass sie vielleicht nicht ein leichtes Spiel hier haben. Ne? Weil die greifen die Voyager an, die Voyager kriegt erstmal Probleme. Das finde ich übrigens immer spannend. Ne? Der erste Schuss sofort Schilde auf 60% runter. So, ich meine, dann 3 Schüsse und dann ist das Ding platt. So, also wofür gibt es denn diesen Schild? Aber das ist vielleicht völlig ein anderes Thema. Jedenfalls kriegen sie dann ja diesen Tipp von Kuros. Hier greift das hintere Schiff an, weil das macht die Schilde von dem vorderen wieder heil währenddessen und so. Und dann machen sie das und dann hauen die Hazari erstmal ab. So, das heißt, sie haben gemerkt, okay, es ist vielleicht nicht so leicht, wie wir dachten. Punkt A. Mhm. Punkt B, diese Ehrengeschichte der Hazari bezieht sich vielleicht vor allem darauf, dass sie Kopfgeldjäger sind. Und dieser Teil wird ja trotzdem eingehalten, weil unsere Katie, die wendet sich dann ja an die und sagt, hier, wir haben rausgefunden, ihr wurdet eigentlich betrogen. Ha, guck mal hier. Und dann bringt sie den Beweis. Mhm. Und dann sagen die, ah, Moment, das ist ja, also okay, betrügen lassen wir uns schon mal nicht. Und es führt ja dann letztlich dazu,
dass sie den dreifachen vereinbarten Preis bekommen. Weil dann, sie gehen dann ja wieder zurück auf ihr Schiff, wenden sich an Chorus und sagen, ja, wir liefern dir die Voyager, aber sofort, und wir wollen aber den dreifachen Preis. Mhm. Das heißt, sie haben nicht nur gewonnen, sondern sie haben tatsächlich viel mehr gekriegt, als sie eigentlich wollten. Und zusätzlich haben sie noch quasi der Voyager geholfen und die besiegt, die Denkfabrik. Ja, und du hast einen Punkt, finde ich, ist auch noch wichtig, den der ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, dass du es erzählt hast. Der Betrug ist ja, also warum der Betrug tatsächlich ein Betrug ist, das habe ich halt zumindest bis eben gar nicht gecheckt. Und zwar ist ja der Kuros nicht selber als Kuros den Hazari gegenüber aufgetreten, sondern hat sich als einer, wie hieß diese Spezies, Melon verkleidet. Stimmt. Ne? Und ja, insofern, du hast vollkommen recht, das hatte ich tatsächlich einfach nicht mehr bedacht. Dadurch war schon der Deal ja für die im Grunde schon eigentlich scheiße, weil die ja denen auch schon böse mitgespielt hatten. So, das so, ergibt Sinn. Ja, ja, okay, Sinn. Alles klar, Plot gerettet. Ja, sehr, sehr gut, deswegen reden wir. Dann habe ich noch mal. Ich finde deswegen, also die Denkfabrik konnte das ja auch nur deswegen machen, weil sie diese fantastische Transporter-Technologie hat, also diese Hologramm-Transporter-Technologie, die ich sehr, sehr geil finde. Gibt es die irgendwann anders nochmal in dieser Form? Ich wüsste nicht. Also isomorphische Projektionen gibt es dann häufiger in Voyager. Das ist quasi so der neuere Deal dann irgendwie. Und also es kommt ein paar Mal vor. Okay, cool. Ich habe Voyager auch überhaupt nicht mehr so im Hinterkopf. Das ist dieses kleine Schiff mit den Klappflügeln. Klappflügeln, ich weiß. Ja, habe ich irgendwo bei mir zu Hause stehen, ich weiß. Nee, das ist, spannend, wusste ich gar nicht mehr so sehr. Aber wie ich habe ja gerade gesagt, es geht ja darum, dass wir auch Fragen klären wollen. Und ich habe noch eine. Gerade bei Volta, weil ich dazu keine Ahnung habe, deswegen freue ich mich, dass Frank uns mal wieder einen Delta-Quadranten geschickt hat. Da hoffe ich mal, dass ich den Anforderungen gerecht werden kann. Ja. Vielleicht auch ihr beide zusammen, das ist wieder eine Frage. Wir springen ja ein bisschen rum, das ist ja auch alles gar nicht schlimm. Es ist ja so, dass dieser Think Tank, der die Denkfabrik ist, uns vorgestellt worden. Dann gehen wir auf die Voyager. Ich wollte jetzt auch gerade Enterprise sagen. Das Problem taucht auf, die Hazari kommen, bum, 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 tralala. Und dann ist natürlich die große Hilfe da, die Denkfabrik der Voyager. In einem, also wie Arne gerade auch sagt, in dieser isomorphen Transportergeschichte kommt Chorus auf die Voyager, sagt, hallo, hier, ich kann das machen. Und dann trifft man sich und man geht rüber. Das heißt, man macht ein Außenteam. Und Kuros sagt, bitte nur eine Person. Finde ich okay. Mhm. Eine Person. Geht der Captain rüber. Da lässt sich wieder drüber diskutieren, ob das schlau ist, dass ein Captain rüber geht und nicht bla 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 bla. Okay, das macht jeder Captain, finde ich in Ordnung. Aber jetzt erklärt mir noch mal bitte kurz, warum wir sind in der fünften Staffel. Mhm. Fünfte Staffel. Warum eine Person mitgenommen wird, die in der vierten Staffel, also vor knapp einem Jahr, erst auf die Voyager geholt worden ist und da noch beim Erzfeind der Sternenflotte gearbeitet hat, bei den Borg, mitgenommen wird. Also sie nimmt Seven of Nine mit. Sie nimmt nicht Tuvok mit. Sie nimmt nicht Chakotay mit. Sie nimmt nicht Harry Kim mit. Nein, sie nimmt Seven of Nine mit. Eine junge Frau, die weder Mitglied ist der Sternenflotte, noch die Ausbildung der Sternenflotte hat, noch seit, ich weiß nicht, wie viele Jahre bei der Sternenflotte ist. Hältst du sie nicht für qualifiziert genug oder hältst du sie nicht für loyal genug? Ich kann dir nicht folgen gerade. Ich finde es halt schwierig. Also normalerweise sind halt immer Sternflottenleute. Warum ja, natürlich sind wir da so ein bisschen zusammengewürfelt, aber auf der anderen Seite, ein Großteil des Maquis ist ja zumindest mal auf der Sternflottenakademie gewesen. Das heißt, die sind jetzt eingesternflottet worden. Komisches Wort. Ich glaube, es gibt irgendwie eine Folge, wo Tuvok mit zwei oder drei Leuten, die nicht auf der Sternflottenakademie war, mit denen man irgendwie so ein Training macht. Aber sie ist ja ein Kind gewesen. Das heißt, sie ist Kind, dann Drohne gewesen und jetzt darüber geht. Loyalität vielleicht so ein bisschen. Also es ist einfach, wenn normalerweise ein Außenteam rübergeschickt wird, dann hast du da irgendwo eine gewisse Hierarchie drin.
Captain, weil er Bock hat, oder Erster Offizier, Sicherheitschef, Doktor, sonst wen. Wo steht da Seven of Nine drin? Das ist mir nicht so, natürlich, also wenn ich mir das Buch angucke, das Drehbuch, dann kann ich es verstehen. Auch das, wo wir in dieser Folge darauf hinaus wollen, kann ich es auch verstehen. Aber rein hierarchisch verstehe ich es nicht so ganz, dass diese Person, die außerhalb des Systems steht, selbst Neelix verstehe ich mehr, der ja sozusagen da der Guide ist. Aber sie verstehe ich da nicht ganz und deswegen. Also ich kenne ja jetzt Voyager eigentlich kaum und habe einfach vermutet, dass wir drei Loyalitätsfolgen hatten für Seven of Nine bis zu dieser hier. Und dass wir auch zwei Fertigkeitsfolgen hatten für Seven of Nine bis zu dieser hier, wo sie zeigen konnte, dass sie A, loyal und B, fertig ist. Also nicht so fertig wie ich gerade, sondern fähig, meine ich. weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Was ich mich an der Stelle, also nicht, ich will die Frage nicht kleinreden, du hast bestimmt recht. Ich kenne mich da einfach nicht genug mit dieser Crew aus, würde aber vermuten, sie hat einfach einen Platz, weil Janeway redet ja auch mit ihr als auf Expertenebene irgendwie zu zweit in ihrem Quartier. Also sie hat offensichtlich irgendeine Position in dieser Crew, die ihr das, diese Rechtfertigung dafür gibt. Was mich viel mehr irritiert ist, wer von den beiden ist denn jetzt die eine Person, die dahin darf? Ich glaube, sagt Koros nicht, eine, also sie sagt noch eine Begleitperson. Eine Begleitperson. Ja. Also okay. ich würde das ganz so simpel so erklären, ist, also ja, Seven of Nine genießt mittlerweile das volle Vertrauen. Und ich glaube einfach, dass der Umstand, dass sich Kuros ja schon als jemand vorstellt, der eben so einem Experten Konglomerat oder was weiß ich, wie angehört, ne, was dann ja Janeway auch als Think Tank, als Denkfabrik identifiziert und er dann den Begriff annimmt. Da glaube ich, ist es so, dass Janeway intuitiv einfach Seven of Nine im Kopf hat, weil ähnlich wie diese Crew ja Seven of Nine auch immer noch von den Borg übernommen nach Perfektion strebt, ne, und diese Crew das auf ihre eigene Art im Bereich des Wissens sozusagen auch tut. Und da ist sie dann in dem Kontext einfach die logische Wahl. So, und das ist, glaube ich, auch das, was dann einfach, womit dann Kuros und Co. auch einfach gerechnet haben, dass bei dieser Einführung Janeways Wahl auf sie treffen wird. Dass das natürlich mit einem gewissen Wahrscheinlichkeitsfaktor, der nicht 100% ist, versehen ist, ist, glaube ich, irgendwie klar. Auf der anderen Seite, das ist dann wieder dramaturgische Gründe. Haben sie da jetzt nicht erst eine Folge mit Tuvok und dann noch, oder mit Chakotay und dann noch mal mit Seven of Nine oder was gemacht? Ich meine, man hätte auch sagen können, die lernen Seven of Nine noch mal kennen, während sie dann auf der Voyager sind. Ne? Das wäre natürlich auch möglich gewesen. Aber ich würde mal sagen, so aus dieser, dem das schon auch, wenn jemand denn da zu denen passt und das vielleicht interessant findet und vielleicht auch Informationen extrahieren kann, dann ist das von der Crew irgendwie Seven of Nine auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hat ja irgendwann, war es ja nötig, dass irgendwann dramaturgisch dieser Schritt passiert. Und zwar eigentlich auch auf deren Schiff, weil ja diese künstliche Intelligenz dann da in dieser Fragestellung, die sie an Seven of Nine richtet, wie sie denn in der Lage wäre, wohl auch biologische Teile in ihre Matrix zu integrieren, das kann ja nur Seven of Nine beantworten. Ne? Mhm. Insofern, wir könnten uns jetzt auch noch einen Dialog vorstellen, wo vielleicht gesagt wird, wir haben da so eine künstliche Intelligenz und experimentiert ihr irgendwie mit Cyborg-Technologie? Mit dem Zaunfall-Wink? Also keine Ahnung, wieso. Das wäre es natürlich auch gegangen. Ich will gar nicht Seven of Nine runterreden. Also, dass man diese Figur implementiert hat, also die Gründe, da haben wir schon drüber gesprochen, finde ich noch immer falsch, aber ich finde die Figur ja schlau. Also sie ist ja eine hochintelligente Ex-Drohne. Sie hat ja dieses Wissen, das man ihr als Drohne eingepflanzt hat, das hat sie ja nicht verloren. Ja. Sie ist effektiv, sie ist schlau, sie ist fachlich total wahrscheinlich die Oberbirne auf der Voyager. Definitiv. Also sie ist so eine Art Data. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Also ich glaube, ein Gespräch zwischen Data
Und Seven of Nine könnte höchst interessant sein. Das will ich gar nicht sagen. Mir ging es tatsächlich, da kommt wieder so ein bisschen, also so diese, ich habe das ja häufig auf diesen Raumschiffen, dass ich so ein bisschen hierarchisch denke. Und ja, die Voyager ist schon ein bisschen entspannter und das ist eine sehr spezielle Situation, weil die sind ja nun mal da irgendwo im Delta-Quadranten JWD, ganz weit draußen. Und die müssten ja allein schon, also was ich auch schon sagte, der Maquis und die Sternflotte müssen zusammenarbeiten. Dass man diese Ressource mitnimmt, alles gut. Für mich war halt so ein bisschen, ich kann mich nicht großartig erinnern bei wie heißt es hier, The Next Generation, wie heißt es? Wesley durfte ja auch mal mit, aber das waren dann so eine Sachen, ja, hier gehen wir auf diesen Spaßplaneten, da kannst du Ball spielen, das ist total toll, hier passt mit den Blumen auf, ach, sind nur Blumen, ha, wirst erschossen, oh, doof. den hat man, glaube ich, anfänglich auch nicht so richtig mit an die Front genommen, weil er einfach außerhalb des Systems stand, bis zu dem Zeitpunkt, ja, durfte er mit irgendwo auf irgendeinem Planeten, als er die graue Uniform, Pseudo-Uniform, das silberne Combat-Stand drauf anhatte, glaube ich auch nicht. Das fing erst dann, als er dann die richtige Uniform anbekommen hat. Das meinte ich damit. Ja, ja, okay. Das ist so ein bisschen, natürlich ist das total interessant und das haben wir auch schon gesagt, wenn man es dramaturgisch nimmt, wenn man die Drehbücher nimmt, dann hätte man die komplette Brücke leer machen müssen inzwischen eigentlich, weil wen interessiert Kim, wen interessiert Paris, wen interessiert Tuvok, keinen Menschen, wir wollen den Doktor, die Frau Captain und Seven of Nine sehen, weil die haben einfach die Einschaltquoten gemacht, das ist schon klar. Aber ja, das ist so in meinem Kopf. Ach, hm? Ach, ich mag Tuvok und Paris auch ganz gern. Ich mochte die auch, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Das war schon ein bisschen übertrieben. Und Harry Kim, ja komm, wir brauchen auch einen Quotenvogel, von dem man nicht genau weiß, was er überhaupt tut, der immer Ensign bleibt, weil er einfach keine Beförderung verdient. Während Paris ja sogar einmal degradiert wird und wieder reinstated wird. Innerhalb der mir tut Kim tatsächlich echt leid. Eigentlich schon, leid. Ja, auf jeden Fall. Ich mag ihn ehrlich gesagt eigentlich sogar auch. Ja, also ich irgendwie, das ist halt der Junge, der da so ein bisschen sich entwickeln soll. Und ich finde, er wirklich, er hätte die Beförderung verdient und ich wünsche mir eigentlich so ein bisschen insgeheim, dass wir ihn in Picard Staffel 3 sehen, dass er da irgendwas Captain rumhanselt. Das wäre echt eigentlich ganz cool. Das wäre witzig, ja. Das wäre auch mal. Als Barista einfach so irgendwo auf der Bar. Ich habe keinen Bock mehr. Ich war 20 Jahre Ensign. Dann habe ich das Handtuch geworfen. Und habe gemerkt, ich bin in diesem Kaffeekram einfach wirklich richtig gut. Nein, ich finde das schon. Ja. Ich finde das schon echt. Ich habe schon nach 2 Wochen eine Beförderung bekommen. Ja, aber war das nicht auch so, wusstest du das nicht, dass da auch so eine Geschichte mit dem Schauspieler gab und wer jetzt, dass eigentlich der er sollte, hätte gegangen werden sollen und Kim hätte bleiben sollen, irgendwie sowas, nicht sowas? Nee, also es ist tatsächlich so, dass die Figur Harry Kim und dann entsprechend natürlich der Schauspieler, ich habe den Namen jetzt gerade, ist mir jetzt gerade entfallen, der sollte eigentlich nach der Garrett Wang, genau. Der sollte eigentlich rausgeschrieben werden, weil sie nicht wussten, was sie mit ihm machen sollten, damit sie es etwas hipper und neuer machen sollen. Aber er durfte bleiben, weil man dann Jennifer Lien. Ja, genau. Die Kess, Dankeschön. Kim, ja, natürlich. Oh Gott, ja. Die Namen. Das kommt davon, wenn man so eine Serie nur einmal gesehen hat. Guck mal, selbst Arne hat das noch nicht mal ganz gesehen und kann die Namen besser. Du, ich bin einfach immer noch mega neugierig, wie die eigentlich verschwindet, weil ich das gar nicht weiß und ich will auch nicht gespoilt werden. Ja, nein, ich sag dazu nichts. Das sagen wir jetzt auch nein, nicht. Sagen wir nicht. Außer wir also ich weiß, sie wird nur, irgendwann mal. Sie wird nur wenige Jahre alt, so insgesamt, aber trotzdem dürfte sie noch ein paar haben. Ja, wir sagen dann. Ja. Das ist auch gemeint. Das ist wirklich ein böser Spoiler. Das lassen wir. Also, liebe Hörgis, auch bitte ihr Arne nicht spoilern. Nein, also das ist der Grund, die hat man dann rausgeschmissen, weil Garrett Wang, ich meine irgendwie Sexiest Man of the Week war oder irgendwo, keine Ahnung, irgend sowas und deswegen durfte er bleiben und Cass musste gehen und dann durfte Sam auf Nein kommen. Ist ja unfair, ich meine, das hätte sie ja wahrscheinlich auch nicht werden können. Ja, schwierig als Frau, das ist leider so. Obwohl, heutzutage, 30 Jahre später, könnte bestimmt noch eine Frau Sexiest Man Alive werden. Also ich denke, das ist alles möglich. So, jetzt hast du mir meine Brücke verbaut. Ich wollte gerade von Seven of Nine wieder was umgehen. Und zwar etwas, was mich echt. Also, wir haben ja schon gesagt, dass der Think Tank so ein bisschen böse ist, ne? Mhm. Und sehr für sich ist. Aber ich finde die nicht nur böse, sondern es gibt so eine Szene, die mir im Nachhinein echt wirklich zu
Denken bringt, wo man sagt, also da hätte man eigentlich sagen müssen, als das rauskommt, okay, wir müssen jetzt hier mal irgendwas was Neues anfallen lassen. Ich glaube, das tun sie auch, denn es kam dieser Spruch irgendwann, ich glaube, es ist relativ am Ende, wo Seven sogar das zweite Mal an Bord ist, dass ja mit ihr so eine Art, wie nennt sich das, Bewerbungsgespräch gemacht worden ist. Ja. Könnt ihr euch daran erinnern? Dass sie mit Kurs sagt, ja. Das war bei ihrem Bewerbungsgespräch oder so ähnlich. Das ist ja dieses Gespräch, wo die künstliche Intelligenz sie gefragt hat, wie sie die künstliche Intelligenz denn biologische Teile in ihre Matrix bauen könnte. Genau, Das ist im ersten Gespräch. Und dann im zweiten Gespräch, das heißt, wo sie dann, also das erste Gespräch ist, wo sie mit Seven da war. Das zweite Gespräch, habt ihr ja schon gesagt, das ist da, wo Seven dann mit dem Shuttle rüberschuttelt. Und der Plan läuft. Und da kommt das ja bei dem Bewerbungsgespräch. Welches Bewerbungsgespräch? Ja, als du mit der künstlichen Intelligenz gesprochen hast, da haben wir auch noch mal tiefer gegraben. Und das finde ich, das geht so unter. Das geht so unter. Du, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit. Das ist eine ganz krasse Aussage. Das heißt, die haben in ihrer Birne rumgegraben. Eine mentale Vergewaltigung wird hier dargestellt. Und das ist so, ja, das ist aber nicht nett. Also das fand ich ganz, ganz krass, dass hier mal wieder ein sehr, sehr großer, also nicht nur ein roter Knopf, sondern so ein riesen Red Alert ist, wo man sagt so, ey, ihr habt hier eigentlich mal gerade was aufgebaut und lasst es liegen. Ich weiß nicht, was man da hätte noch draus machen können, aber ich finde allein also der Punkt, der dahinter steht, das ist ein ganz, ganz krasser Punkt, dass hier einfach ein Missbrauch dieser Figur stattgefunden hat, obendrauf, dass sie einfach wegcashen und sie dazu zwingen, letztendlich zu denen zu kommen. Also ich finde das eine ganz, ganz krasse Nummer, die der Think Tank hier macht, wir wollen die haben, weil das sagen die so und die finden wir nett und das finden wir toll. Also ganz, ganz üble Nummer. Ja. Ja, interessant finde ich aber auch, dass offensichtlich Kuros selber das ja auch so passiert ist, ne? Also es ist schon so eine Fortführung auch von so einem Muster, weil offensichtlich war er ja selber auch mal Bezahlung für irgendein Problem, also für die Lösung irgendeines Problems, das dann die Denkfabrik-Crew vor seiner Zeit für sein Volk gelöst hat, ne? Also es scheint schon so deren Ding so zu sein, ne? Die sind so eine Art Reverse-Kuckuck irgendwie, ne? Oder nicht reverse. Also sie holen sich einfach Leute von irgendwo her, die sie gut finden und sagen dann so, hier, du bist jetzt dabei. Ich sag mal, was ich nicht so ganz daran verstehe, ist auch, was sie sich davon versprechen, weil also das ist so ein bisschen so ein Fehler für mich so in dem Konzept, weil die Crewmitglieder wirkten auf mich jetzt nicht wie Sklaven oder so. Also es scheint ja dann eher die Hoffnung zu sein, dass vielleicht eine kurze Zeit, die sie dann kollektiv ihren Willen ihr aufzwingen, sie dann tatsächlich da sein will oder so. Also so kann ich es mir noch vorstellen, weil dass die Crew jetzt, also so, dass die alle so wie Sklaven da jetzt in Wahrheit sind und der Kuros da den Finger, also so wirkte das auf mich jetzt dann doch wieder nicht. Nee. Und widerspricht für mich auch so ein bisschen diesem freie Geister-Ding, also dann weiß ich gar nicht, wie das Konzept auf Dauer funktionieren soll. So, und wenn sie nicht wirklich freiwillig da sein möchte, weil sie nicht als kleines Kind da schon im Prinzip indoktriniert wurde, ne, dann funktioniert das vielleicht noch irgendwie. Wie wollen sie dann sicherstellen, dass sie nicht einfach in 2 Wochen abhaut oder in 5 Wochen oder 2 Monaten oder so? Ich habe den Wortlaut nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, dass Kuros sagt etwas ja schon, dass die, ja, die haben das ja beurteilt und berechnet und das war das Logischste und das Beste, was man machen konnte. Also für die sind das ja eigentlich nur Berechnungen, reinste Mathematik, Statistiken und die sagen, das muss so sein und die hoffen einfach, dass das aus deren Logik heraus sie auch erkennt, weil sie ja auch so ein Brainbug ist. Ah, okay. Dass sie einfach dann irgendwann erkennt, nachdem die das immer wieder erzählen, komm, dass sie einfach sagt, ja, stimmt. Mit den anderen Hoshis da irgendwie quer durch die Quadranten zu eiern und immer wieder mit der Borgkönigin dahinter. Ach nee, komm, lass mal, dann bleibe ich lieber bei denen, die sind schlau. Das passt schon, ist wirklich das Schlau. Ich denke, in die Richtung geht das. Ah, okay. Ja, um dann den gleichen Effekt zu haben, den Kuros ja hatte, als er als Kind ja von diesem komischen Riesenwahl-Ding, Lebewesen da aufgenommen worden ist.
Denn wir dürfen nicht vergessen, Koros, der da eigentlich den Chef macht, der ist so mit einer der Letzten, der dazugekommen ist. Also das ist schon wirklich auch, also entweder ist ihm das so aufgefallen, was ich gerade sagte, es ist für ihn logisch gewesen, dass er die Bezahlung war und dass er da hinkommt, oder das ist eine Gehirnwäsche gewesen. Ja. Also das ist, okay. Ja, ist schon krass, ist schon echt krass, was das, was die machen. Also muss man einfach mal sagen. Die Grundidee, will ich immer noch sagen, ist total gut, aber ja, okay. Ist halt so, wie es ist. Ja. Ich finde das, immer noch verkehrt, dass hier quasi die Aussage dieser Denkfabrik ist ja, wer schlau ist, kommt irgendwann auf die Idee, dass er nur für sich selber da sein muss. Das ist ja quasi die Aussage von dieser gesamten Konstruktion Denkfabrik. Weil dieser Chorus selber, der ist selber quasi aus einer Opferrolle in diese Position geraten und macht jetzt den ganzen Verbrecherkram mit. Mhm. Sie versuchen aber rein vom Drehbuch her dramaturgisch uns ja zu sagen, das ist aber böse und das sollst du nicht machen, ne? Weil ja, das ist ja nicht die Aussage dieses Konstrukts, weil das gibt's ja in dieser Star Trek Welt jetzt, diese Denkfabrik, die einfach für sich entschlossen hat, wir sind schlau und wir machen einfach Verbrechen die ganze Zeit. Das ist schon übel. Ja, gebe ich dir recht. Aber das hatten wir ja in der letzten Folgenbesprechung, die wir hatten. The Nth Degree, die Reise ins Ungewisse. Da war das ja auch, obwohl er da verändert worden ist, aber Reginald Barclay ist ja durch seine Schlauheit auch ganz schön anders geworden. Mhm. Und da hatten wir auch gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt positiv, wie er sich verändert hatte. Ja, wobei da immer noch die Frage ist, sind das da die Chintikana, also die Spezies, die ihn verändert hat, daran schuld gewesen oder wirklich nur der IQ, der da auf ein paar Millionen gestiegen ist. Aber ich gebe dir recht, das heißt, immer wird so ein bisschen auf den schlauen Leuten drauf rumgehackt. Das gebe ich dir recht, das ist doof. Das ist doof. Auch tatsächlich der Think Tank, der auf DS9 war, das sind ja auch, also die, erinnert ihr euch an die? Überhaupt nicht. Aber ich habe das Ende vom Dominion-Krieg noch nicht gesehen. Ich das bin ist gerade 19. Folge, 6. Staffel. Ich glaube, das haben wir sogar zusammen gesehen, die Folge. Frank, erinnerst du dich an diese Gruppe, an die Schlauen? Nicht mehr so ganz. Das ist ja auch so eine Gruppe, die so ein bisschen, aufgrund ihrer genetischen Veränderungen sind die alle. Ja, also die sind schlau, sind sie, aber die eine Frau ist ein Mega-Vamp, die baggert alles an, was in diesen Raum kommt. Der Chef dieser Gruppe, der ist schon nahezu soziopathisch, dann haben wir da eine, die gar nicht spricht und dann einen etwas fülligeren, älteren Herrn, der sehr kindlich ist. Also auch da sind schlaue Leute, also die können halt diese Berechnung machen, so und so soll das ausgehen oder... Ist das die Folge, wo Julien Bergier, wo rauskommt, dass er genetisch verbessert ist? Ja, ja. Wo er mit diesen Leuten irgendwie in so ein Gefängnis eingesperrt wird? Das ist nicht in einem Gefängnis, aber die sind in so einem Raum drin und er kann da mal wieder rein. Ich glaube aber, dass diese genetische Veränderung in einer anderen Folge rauskommt. Aber ja, ja, ja. Aber ich meine, die haben wir mal irgendwann zusammen sogar gesehen. Ja, das kann sein. Auch da ist es halt so, schlaue Leute werden da halt nicht normal, in Anführungsstrichen mal wieder, dargestellt. Und hier auch. Und eher böse. Finde ich auch schwierig, dass man sagt, also ich geht schon ein bisschen in so ein Fazit rein. Wäre schöner gewesen, wenn der Think Tank gut gewesen wäre und wirklich das Problem gelöst. Es hätte ja auch kein Problem, also wir müssen ja nichts erklären. Diese, ihr habt die Namen besser. Wie hießen die Chorus gespielt hat? Maloriana? Du meinst den Melonen. Ja, also diese Melon, du meinst Melon. Den, ja. Wenn die Melons, von denen das wir wissen. Das sind die Müllfrachter-Leute. Genau. Da wird ja nur mal nebenbei von Chakotay gesagt, ja, mit denen haben wir ein bisschen Probleme. Ja, dann hätten die halt die Hazari bezahlt. Kein Grund, völlig egal, weil wir mit denen Probleme haben. Fertig aus Mickey Mouse. Die hätten da einfach hin und her geschossen. Und der Think Tank hätte jetzt irgendwie helfen sollen müssen. Und dann hätte man das Ganze auf den Kopf stellen wollen. Ja, wir wollen eigentlich ganz gerne Seven of Nine haben. Und dann hätte Seven of Nine die überreden müssen. Helft mir bitte und meiner Crew. Aber ich möchte gar nicht mitkommen. Und dann muss man ein bisschen bla, bla, bla. Und dann wäre es auch eine schöne Folge gewesen. Aber es ist schon zu viel Fazit. Aber ja.
Ich gehe schon ins Fazit rein. Ich möchte das eigentlich gar nicht. Oder habt ihr noch irgendwas Schönes zu dieser Folge? Also, dass sie nicht rein böse sind, erkennt man ja auch daran, dass sie zum Beispiel diese WLAN-Flash-Eating-Bugs zum Beispiel gelöst haben. Ich meine, keine Ahnung, was die dafür bezahlen mussten. Hm. Aber Vidiana, genau. Aber das, ich sag mal so, auch wenn sie dafür irgendwas Dolles bezahlt haben, dann ist es wahrscheinlich in deren Stelle schon einiges wert, zumal das ja auch so eine ziemlich bittere Geißel des Sektors war, weil die ja die ganze Zeit rumgeflogen sind, um ständig Leuten irgendwelche Organe rauszuoperieren. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, das ist vielleicht netto schon eine gute Tat gewesen. Also sie sind einfach skrupellos. Ne? Also es geht immer darum, wenn man Glück hat, dann ist das, was sie an dir am interessantesten finden, für dich selber halt nicht viel wert. Und wenn du Pech hast, ist es halt alles. Oder Zweitwichtigste, weil das Erstwichtigste war dann ja offensichtlich das Problem, weil sonst hättest du dafür keine Wohnung haben, keine Lösung haben wollen. Und es scheint ja so zu sein, weil das war zumindest ganz stark meine Vermutung auch, dass sie dieses Spiel mit ich mache das Problem, dass ich die dann löse, dass sie dieses Muster einfach häufiger spielen. Und, ja, richtig. Ja. Na klar. Naja. Das. Also ich sag mal, ich habe die Folge deswegen ausgewählt, weil ich eigentlich dachte, man erfährt noch ein bisschen mehr, so hatte ich das zumindest in Erinnerung, über Seven of Nine. Und zwar ist es ja so, dass Seven of Nine ja doch eine ganze Weile auch gebraucht hat, um quasi aus diesem empfundenen Zugehörigkeitsgefühl zum Kollektiv dann doch nicht nur so den Frieden mit sich als Individuum gemacht hat, sondern das auch bevorzugt. So, und hier ist es dann so, dass eine der ersten Male Janeway ihr eben die Wahl stellt, hey, du kannst dir jetzt frei entscheiden. Also wenn du meinst, du gehst da gerne rüber, dann kannst du das machen. Aber wenn nicht, dann bist du auch nicht verpflichtet, für die Voyager das hier irgendwie so zu tun. Und da ist es einfach so, dass sie nicht mehr, also schon vielleicht nicht nur in dieser Folge, weil ich jetzt den genauen Folgenablauf nicht mehr im Kopf habe, aber das ist so eine Tendenz, die sich so, seitdem sie auf der Enterprise, jedes Schiff in diesem Universum ist für mich die Enterprise, ja, sorry, das ist in meinem Gehirn einfach verdrahtet, auf die Voyager kommt, dass sie erst natürlich voll anti und immer noch Drohne und lasst mich zurück ins Kollektiv und whatnot und dann irgendwie so langsam da ihr so ihren Weg reinfindet und sich ja jetzt hier aktiv für die Voyager entscheidet, so, und also für die Menschen, das ist also mehrfach, und das ist so, und jetzt ja auch bei diesem Plot mitmacht, was ja auch nochmal, sagen wir mal, für sie eine eher ungewöhnte Sache ist, ne, so ein bisschen wie Data, dem du versuchst, einen Witz zu erklären, ja, macht jetzt auf einmal so Dinge mit Informationen zurückhalten, Unwahrheit und so weiter. Ne? Also für mich so eine Quintessential-Episode gewesen, wo man einfach merkt, ey, da passiert was mit ihrer Persönlichkeit, da wird sie einfach mehr zu der Figur, die sie für mich zumindest dann später ist, in Voyager natürlich erstmal, aber auch in Picard eben so. Das ist so, da würde ich einfach nochmal drauf kommen, dass der Think Tank ist alles schön und gut und so, ne? Und dass die Spacken sind, ist auch irgendwie schade, aber es zumindest, um jetzt vielleicht noch die Kurve auch zu kriegen zu dem, was wir dann ab nächster Woche, nächste Folge besprechen. Weiß ja gar nicht, ob Seven of Nine nochmal vorkommt, PK, aber das war so ein bisschen, weiß nicht, wie ihr das so seht. Ein Punkt habe ich tatsächlich zu Seven of Nine direkt noch. Wolltest du da einhaken, dann mach du ja. Ich wollte ganz kurz, weil ich habe mir das gedacht, dass du das als Grund genommen hast, Frank. Ja, richtig, richtig. Sie kann, das ist eine dieser Essential-Folgen, wo sie einfach sich für ihre neue Familie, ihr neues Kollektiv und auch sie sich als selber sieht. Aber ich habe hier ein großes Aber. Wer entscheidet eigentlich, dass Seven das selber entscheiden soll, ob sie geht oder nicht? Ja, kleiner Spoiler. Das ist dann immer so dieses der erste Beweger, ne? Also. Nee, es ist nämlich nicht Janeway. Sag ich ja, nicht, das ist immer die Frage, wer ist der erste Beweger? Also. Ja, wer hat zuerst geschossen? Ist es tatsächlich, dass Janeway als Kuros da sagt, die sofort erstmal pauschal Nein sagt und Kuros dann kommt, sollte sie das nicht selber entscheiden, weil Janeway da sehr, sehr, also sie ab,
also ihn versucht abzukaspern. Ist natürlich auch verständlich, weil sie hat diese mütterlichen Gefühle, was ja immer wieder doch dargestellt wird. Aber er kommt damit. Aber was natürlich am Ende das Gleiche hat, dass sie für sich das entscheidet. Und das ist auch gut so. Arne, du wolltest noch was sagen. Also da habe ich direkt ein Gegenargument. Wenn jetzt hier einer zur Tür reinkommt und sagt, du, ich schenke dir 5000 Mark und Nils hört sofort auf, den gestern heute übermorgen Podcast zu machen, dann sage ich auch für dich nein, weil ich weiß, wie du reagierst. Das stimmt. Also und ich nehme an, das ist hier auch einfach der Fall gewesen. Und Seven of Nine war vielleicht auch wirklich nicht klar, dass sie das einfach selber entscheiden darf, weil sie diesen Kollektivgedanken noch hat. Deswegen sagt Janeway ja zu ihr, es ist ihre Entscheidung. Hm. Ja, okay, gehe ich mit. Das, ich finde also das zu deinem Einwand und was ich zu Seven noch sagen wollte, ist, ich finde beeindruckend, sie hätte vielleicht sogar in diesen Think Tank gepasst, denn sie ist ja ähnlich skrupellos. Sie hat das Spiel gelöst, indem sie den Apparat gescannt hat und einfach eine effiziente, effektive Methode gefunden hat, das zu lösen. Ja, genau. Und dann sagt sie sogar noch, also manchmal ist Schummeln effektiver als ehrlich spielen, ja. Ja. Das stimmt, ja. Ja, das stimmt schon, das stimmt. Ja. Aber genau dadurch kommt dann tatsächlich Janeway auch auf die Idee, halt den Think Tank mit derselben Strategie in die Pfanne zu hauen. Es ist so. Ah, ja, aber du hast vollkommen recht. Also das, ich meine, sag mal, irgendein Fundament muss es ja auch, wenn man jetzt zugrunde legen möchte, dass der Plot so eine gewisse innere Logik hat, muss es ja auch geben dafür, warum diese Kuros-Leute da dachten, dass sie gut zu ihnen passt. Ne? Und es ist ganz spannend, dass sie, ob das nur von den Episodenschreibern so gedacht war oder nicht, dass damit eigentlich ziemlich stark, ne, also hast du, finde ich, gerade ganz gut rausgearbeitet, Arne, das stimmt halt, ne? Also, das wäre wahrscheinlich ein guter Fit gewesen. Und trotzdem sagt sie aber, ey, ich bleibe jetzt hier bei meiner Family, auch wenn die so ein bisschen gehirnverkrüppelt sind. Ja. Welche Familie schon die glänzende, geleckte Familie, ne? Also, das passt schon. Und gerade bei denen da, das ist schon zusammengewürfelt noch lustig. Ja, nein, ich verstehe, was ihr sagt. Also es ist tatsächlich so ein Greedo-Moment wahrscheinlich. Aber ich gebe dir recht, Arne, eine völlig nachvollziehbare Reaktion. Und nachdem er sagt, so ja, also effektiv wird er auch sagen, ja, ich kann das verstehen, dass du das sagst, aber Seven soll das machen und dann, also soll das ja für sich entscheiden und das ist ja auch klar. Schwierig, ich habe es jetzt nicht mehr im Hinterkopf, sie sagt irgendwann mal, dass Seven fragt, beziehungsweise sagt, danke für die Wahl, die sie gehabt hat und Janeway sagt dazu, sie haben es sich verdient. Hätte ich persönlich anders ausgedrückt, weil hat sie sich das verdient, es geht wieder in die Richtung, muss sie sich was verdienen, das hat Arne vorhin gesagt, sie muss sich nichts verdienen, sondern sie hat ihre Stellung da, sondern ich hätte vielleicht gesagt, natürlich, das ist ihre Wahl, sie sind ein Individuum, aber das ist auch wieder eine Wortklauberei. Ja, okay. Ich meine, vielleicht hat sie sich das ja verdient durch die Folgen, die ich alle nicht gesehen habe, wo sie sich eben beweist. Ja, weiß ich einfach alles nicht. Ich kenne das doch gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, wer es selber ist. Du weißt gar nichts, nein. Das ist die Frau mit diesem komischen silbernen Ding über dem Auge. Ach, die. Genau. Du hast gedacht, das ist die mit der Betonfrisur, ne? Genau. Was mir aufgefallen ist, wo du gerade Betonfrisur sagst, das ist ja schon eine echt alte Serie und bei der fällt es mir noch viel mehr auf als bei TNG, dass die Schnitte. Nee, warte. Also, dass die Kamera, wie sage ich das, das Framing. Also wenn da zwei Leute sich eine Weile unterhalten und ich habe am Anfang der Szene nicht aufgepasst, dann weiß ich nicht, wo die sich befinden, weil die so nah herangezoomt sind, dass ich den Raum überhaupt nicht sehe. Also das hatte ich zum Beispiel in dem Moment, wo Seven sich mit Kuros unterhält, da habe ich halt kurz weggeguckt und wusste dann gar nicht, wo die sich gerade eigentlich unterhalten. Ob das jetzt wieder so eine isomorphe Profession ist oder was? Oder ob das, ob sie dann nun tatsächlich bei dem drüben auf dem Schiff ist und so, weil die einfach so nah rangezoomt sind. Das fand ich, das ist mir bei dieser Folge sehr, sehr aufgefallen. Ja. Ich meine, früher waren die Fernseher natürlich kleiner und so und deswegen musste man das so machen, aber ja. Ist schon fast TOS-mäßig, wo du wirklich so ganz, ganz nah, nur noch den Kopf komplett im Frame hast. Ja, genau, so ging es halt auch. Deswegen hat man die Betonfrisur dann ja auch direkt gesehen. Ja, manchmal noch den XO daneben. Gut, ihr beiden, habt ihr noch irgendwas,
Nein, waren auch so die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Das ist total schön. Dann haben wir doch hier einen kleinen schönen Ausflug in den Delta-Quadranten gemacht. Das bedeutet, wir können unser persönliches Dreigestirn herausholen. Und das ist eine Topfloy. Ich krieg das nicht mehr hin. Eine Topflanz. Eine Topflanz. Und ich habe sie auch noch stehen. Eine Top- ein Aquarium Szene. Und. Eine Flop-Szene und ein Fazit. Meine Güte. Und da das Franks Folge war, darf ich anfangen. Ja. Ist schwierig bei der Top-Szene. Ich habe diese Folge vor langer Zeit mal vorbereitet. Und da habe ich geschrieben, keine. Fand ich jetzt irgendwie schwierig, so allgemein. Ich habe die dann neulich nochmal gesehen. Es gab tatsächlich eine Szene, die mich sehr, ja, Arne guckt schon wieder so, ja, ich krieg das mit, Folgeszene und Enterprise Voyager ist doch. Also was ist denn jetzt deine Top-Staffel? Meine Top-Staffel ist tatsächlich eine kleine Szene, die mit der ganzen Geschichte fast gar nichts zu tun hat. Und das ist auf der Krankenstation eine, wo der Doktor und Tuvok sich so jeweils einen Spruch um die Ohren hauen. Und das geht darum, dass der Doktor irgendwas sagt, so hier, pass mal auf, ich habe was rausgefunden. Das war nämlich mit dem Malorianer, ja. Malon, wie auch immer, mit den anderen da. Milon. Bitte halten Sie sich jetzt gut fest, sagt der Doktor. Brace yourselves. Und Tuvok sagt, ja, aber hier ist ein Fehler drin, tüttelt da rum und dann ist das halt Koros. Und dann sagt er, bitte halten Sie sich fest, brace yourselves. Die ist irgendwie ganz ganz lustig, die da musste ich mal schmunzeln, ich mag den Doktor. Und das mit dem Vulkanier daneben fand ich ganz spaßig. Und das wird dann heute, weil ich nicht sagen möchte, dass ich keine Top-Szene habe, wird das meine Top-Szene. Arne, was ist deine Top-Szene? Meine Top-Pflanze ist auf jeden Fall die Szene, wo Seven of Nine sagt, wie sie dieses Spiel gelöst hat, weil ich das einfach so schön entlarvend finde, weil es so offensichtlich ist, dass sie das einfach machen würde, wenn sie das kann und das einfach jetzt macht und weil das Spiel für sie einfach, ne, sie ist ja humorlos per se, weil das ihr einfach nichts bedeutet als Spiel. So, und ich finde es eine sehr, sehr bezeichnende Szene für diese Figur. Das stimmt, ja. Die ist auch, die ist, ja, stimmt, im Nachhinein ist die auch sehr cool. Frank, deine Top-Szene. Ja, also ich finde einfach diese Vorstellung dieser Mitglieder auf dem Think Tank ziemlich cool. Das fand ich schon, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, fand ich das einfach mega cool. Vor allem, als ich jünger war, hat mich auch immer noch viel mehr so diese Details zu Charakteren, also Metadetails, also Attribute von Charakteren, wo Leute herkommen, dass das Schiff eine Neutroniumhülle hat, also solche Sachen, das fand ich halt mega cool, dass es immer im Subraum reist, also diese ganzen Geschichten, ein bisschen auch aus dieser Nostalgie heraus, habe ich die Folge, glaube ich, auch vorgeschlagen und passte dann zufällig eben mit Seven of Nine. Das ist quasi Nummer eins und Nummer zwei finde ich einfach auch cool. Ich erlaube mir jetzt eine zweite hier, ist gerne. Einfach die Szene, wo sie dann auf einmal nicht mehr miteinander sprechen können. Also ein bisschen so Turmbau zu Babel mäßig und sie da eben, wie gesagt, diesen Coup da steiflippig durchspielt, ne? Also sie lässt sich nichts anmerken, weder im Positiven noch im Negativen und das finde ich irgendwie lustig, dass die da auch mal nicht miteinander sprechen können und dann genau. Das stimmt. Es gibt eine Deep Space Nine Folge, die Babel heißt, die aber nichts mit Babel zu tun hat, aber das ist mal wirklich ein Babel Vorfall. Sehr cool. Stimmt. Ja, das waren unsere Positiver. Es gibt natürlich auch Negativer. Da haben wir schon über einige gesprochen. Das, was ich hier stehen habe, das mache ich mal nicht. Da habt ihr mich schön rausgeholt. Ich überlege gerade. Nee, doch. Es ist keine Szene an sich, sondern mich ärgert es sehr, dass die schlauen Leute hier als Bösewichte dargestellt werden. Und das ist meine Flop-Szene sozusagen. Also dieser ganze Handlungsstrang, das finde ich doof. Arne. Ja, jetzt hast du mir quasi meine Flop-Geschichte auch schon weggenommen, weil das ist auch das, was mich an dieser Folge am meisten stört. Ansonsten finde ich die nämlich ziemlich gelungen. Also mir kommen ein paar Charaktere hier zu kurz. Ich meine, Harry Kim hat irgendwie einen halben Satz zu sagen und Neelix hat einen halben Satz zu sagen und Tom Paris sitzt irgendwie zwischendurch mal beim Spiel daneben und so. Aber ansonsten, ich finde, die hätten ruhig ein bisschen mehr, also ein bisschen nicht nur sich auf diese Figuren konzentrieren müssen. Dafür ist Janeway halt irgendwie 6 Minuten nur am Reden hier. Ansonsten finde ich aber alles ganz stimmig.
Okay. Frank, deine Flop-Szene, falls du eine hast. Also mir fällt eigentlich nicht so richtig was ein, nachdem Arne auch nochmal ausgeräumt hatte, warum, was war denn das noch? Also es gab da diese, genau, warum denn die Ehre der Hazari erhalten bleibt, das wäre, glaube ich, sonst ein Kritikpunkt gewesen, den ich habe, aber das, finde ich, hat Arne eigentlich gut erklärt, deswegen fällt das weg. Ich finde es generell, könnte die Folge, das ist auch so eine Metageschichte, ein ganz bisschen mehr Schwung haben. Also ich habe teilweise so ein bisschen den Eindruck, sie hätten zum Beispiel diese Heist-Geschichte, das ist zum Beispiel ja, ich meine, ich gebe auch zu, ist nicht die Zeit, ne? Arne hatte das ja auch gerade nochmal mit der Zoom-Geschichte, ne? Also das ist einfach nicht die Zeit und wahrscheinlich nicht das Budget, wo man schon solche Sachen macht. Aber ich denke da an die Heist-Folge, war es nicht, glaube ich, sogar Folge 4 oder 5 von Picard, die einfach mega gut ist, finde ich, wo sie da immer hin und her wechseln, ne, wo sie den einen Kerl da befreien. Mhm. Und hier so, finde ich, hätten sie das zum Beispiel hätten sie auch so einen Wechsel zwischen dem Bereitschaftsraum, überlegen, was machen sie denn jetzt, und dann quasi so, und dann hätte der Plan gerne auch noch aus einem Schritt extra bestehen dürfen, ne, als jetzt nur, hey, Seven of Nine geht hin und dann denkt sich Kuros halt ein paar Sachen und kommt dann zufällig nicht genau auf die logische Lücke, die noch am Ende übrig ist, sondern, also da hätte man aus meiner Sicht sehr, sehr einfach deutlich mehr Spannung unterbringen können. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch einfach, das aus 25 Jahre späterer Perspektive zu sagen, oder nicht ganz, oder 30? Ich weiß gerade gar nicht. 30 sogar, ne? 99. Oh Gott, ja. 99 Jahre später, meine Güte, ich bin alt. Ja. Hast dich aber gut gehalten. Also fast 25 Jahre, ne? Aber ja, genau. Also das muss ich sagen, ich habe die Folge tatsächlich irgendwie spannender in Erinnerung gehabt und fand sie jetzt doch so, ja, okay, diese Aliens, die sehen immer noch irgendwie cool aus, aber ansonsten ein bisschen lahm, ich weiß nicht. Wohl, ja, genau. Und gleichzeitig waren ja aber auch Elemente drin, wie jetzt zum Beispiel dieses, egal, ich komme jetzt schon ins Fazit rein. Ich mache jetzt mal einen Cut. Also genau, es ist ein bisschen zu langsam. Mir geht es ein bisschen zu langsam. So, Punkt. Okay, gut. Dann nehme ich den Cut mal auf, dann gehe ich nämlich ins Fazit. Ich war da auch schon so ein bisschen drin. Ich glaube, was ich gerade gesagt habe, das klang schon sehr, sehr negativ. Ich gucke mal wieder auf meinen Zettel hier. Da steht irgendwas von wegen schwer. Schwer, nämlich weil ich nicht wusste, was ich dazu sagen soll. Ich finde, da sind Sachen, die mich echt ärgern. Ich finde die Grundidee gut. Ich habe gerade gesagt, das haben wir auch schön rausgearbeitet, was da mich so geärgert hat. Also natürlich, wie so ein bisschen da Seven of Nine, wie mit ihr umgegangen wird, was da der Think Tank mit ihr macht. Und wir haben jetzt auch gesagt, dass das einfach doof ist, dass die schlauen Jungs doof sind. Das ist nicht mehr die erste Folge, die ich sozusagen mit Arne und Frank bewerten kann. Ich weiß nicht, vielleicht vor anderthalb Jahren hätte ich gesagt, ne, die ist doof. Ich finde die nicht ganz doof. Ich finde die nicht ganz doof. Also gut finde ich die nicht. Nein, ich finde die nicht ganz doof. Ich finde die mittelprächtig, weil die einfach noch nicht genug hat, um richtig runterzufallen und so richtig schlecht zu sein. Da haben wir schon Schlachten um Maxia gesehen, die einfach schlechter waren. aber wir haben auch schon Folgen gesehen, die einfach deutlich, deutlich besser waren. Die war okay. Die war okay. Also was Frank gerade sagt, ist auch noch ganz schön. Also das Pacing ist hier unheimlich langsam. Außer das hätte man irgendwie anders machen können. Haben sie nicht. Das ist jetzt halt die Folge, wie sie ist. Ist okay. Ist okay. Weiß ich jetzt nicht, ob ich sie in einem Rewatch wirklich jetzt nochmal gucken würde oder die skippen würde. Ist okay. Arne, dein Fazit. Ich fand sie tatsächlich unterhaltsam. Also ich fand sie gar nicht so lahm, wie ihr gerade beide dargestellt habt, weil ich kannte sie halt einfach noch nicht. Und war ein bisschen neugierig, was denn da jetzt passiert. So, weil ich wusste halt nicht, wie sie ausgeht. Ich wusste ja nicht mal, ob Seven of Nine überhaupt auf dem Schiff bleibt oder da jetzt mitgeht. Also, weiß ich nicht. Jetzt, ne, fand ich jetzt irgendwie spannend genug, um sie zu gucken. Ne, mich stört natürlich auch, dass die schlauen Leute hier als böse dargestellt werden. Man hätte aus dieser Denkfabrik einfach eine viel spannendere Geschichte. Also mit der Idee, wir haben diesen Klumpen von fünf schlauen Leuten
Hätte man einfach eine spannendere Geschichte machen können. Mhm. Und ich finde auch Franks Einwand sehr gut. Man hätte da eine Heist-Geschichte draus machen können und den ganzen Rest vielleicht ein bisschen straffen, damit die mehr Platz hat. Also das dann in geschickten Schnitten einfach hin und her und so. Aber dafür muss es natürlich dann auch motivierte Leute geben, die das dann durchziehen, und die gab es vielleicht einfach nicht. Ansonsten fand ich das irgendwie eine ganz, ganz nette Charakterfolge, vor allem natürlich für Seven of Nine, aber auch für Janeway, die aber, glaube ich, auch in jeder Folge das Prädikat Charakterfolge für Janeway kriegt. Ja, weiß ich nicht. Also sie ist so in meinen Voyager-Folgen, ist sie vielleicht in den besten 10 von den 10, die ich gesehen habe. Ja, Frank, dein Fazit der Folge, von die du dir ausgesucht hast. Ja, ich kann auch mich deinem Verdikt nur anschließen. Ich fand sie auch nur so okay. Ich find's halt einfach auch schade, dass sie die Denkfabrik nicht anders aufgebaut haben. Also wenn vielleicht das Budget gestimmt hätte, und ich glaube, es ist einfach auch eine Budgetfrage, hätte ich mir sogar vorstellen können, dass man die einfach als Recurring Topic bringt, weißt du? Und dass man halt sagt, die tauchen jetzt zum Beispiel auf und helfen vielleicht geschickt, haben vielleicht an dieser Stelle, warum auch immer, nicht die ganze Lösung parat, und können aber so ein bisschen Hilfestellung geben und müssen dann irgendwie weg, weil sie vielleicht doch einen Nemesis haben, der irgendwie ein Ass im Ärmel hat, ne? Und dann hätte man den Heist auch gegen irgendeinen Widersacher bringen können, der vielleicht, sagen wir mal, tolle Schiffe wie die Voyager sammelt, ne? Also diesen Sammelwahn, den hätte man auch jemand anderem in die Schuhe drücken können, in die Schuhe schieben können, und dann hätte man halt sagen können, ey, die tauchen einfach alternativ zu Q, ne? Wenn man mal nicht so einen allmächtigen Fritzen haben möchte, sondern nur mal so ein paar schlaue Leute, die mit so einem alternativen Blick drauf sind. Das wäre auch so ein Vehikel gewesen, womit man ganz schnell mal hätte woanders hinfahren können, ja? Wo man sagt, ey, die haben dieses Schiff, und sie haben vielleicht zufällig, können sie immer nur eine Person oder so noch mitnehmen, ja, weil einfach die Kapazität und die anderen Crewmitglieder sind da ja auch fest verbaut. Stimmt, die haben also, ja auch 60 Gigatonnen Erz dabei. Ja, stimmt, ja. Also man hätte sich da irgendwie so ein paar Sachen überlegen können, die, finde ich, das Konzept ein bisschen lustiger und abwechslungsreicher hätten nutzen können, dass es auch moralische Konflikte vielleicht gibt, ne, dass da vielleicht der eine weniger moralisch ist als der andere von denen. Also da hätte man aus meiner Sicht mehr draus machen können. Das finde ich ein bisschen schade. Das war so ein bisschen das, also ich kann schon zugeben, dass ich so in meiner kleinen Jungs-Fantasie, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, auch so dachte, boah, wie geil wäre das, wenn die mich da quasi irgendwie mitgenommen hätten, wie jetzt den Kuros, ne? Ich habe wirklich aus Gründen gar nicht so richtig mehr behalten, dass der ja Bezahlung und damit natürlich eigentlich irgendwie als Sklave weggegeben wurde. Aber ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, boah, das ist so bestimmt wie so Platon und Sokrates, und du lernst dann da quasi von den Besten sozusagen, ne? Und bist dann nachher richtig gut in irgendwas, ne? Also ich meine, das ist ja auch mal so ein bisschen so diese Mythos mit dem schlaue Leute und so. Also ich persönlich bin ja eigentlich der Meinung, dass jeder das Potenzial hat, richtig gut in allen möglichen Dingen zu werden. Es hängt nur davon ab, wie intensiv wirst du denn dann von deinen Lehrern, deinen Mentoren, deiner Umgebung quasi dahin gezwiebelt, ne? Und darfst du dir in dem Spektrum der Sachen, die du halt lernen kannst, dir auch das aussuchen, ne? Und dann durfte ja dieses eine andere Wesen hat dann ja auch so wechselnde Interessen, ne? Das macht man dies, mal das. Dann dachte ich so, ja, ey, das, wie wäre das denn, ne? Also ich meine, klar, dann interessierst du dich eben, wenn du 6 bist, eben für Fußball, ja. Über Fußball halt auch viele Seiten, ne? Dann kannst du ja auch irgendwie Management, über Strategie, über Ökonomie oder sonst was lernen, ne? Und dann, wenn du älter bist, dann hast du mal in dem Beispiel schon mal verschiedene Themen gelernt und kannst das dann wieder auf andere Dinge anwenden. Also es wäre so eine ganz andere Fantasiewelt gewesen, wo man irgendwie außerhalb dieses doch recht verkorksten, aus meiner Sicht doch oft langweiligen Schulsystem, du sitzt halt hinten rum, vorne erzählt irgend so ein Vogel was. Klar ist das für irgendwie wichtig gewesen, war mir aber meistens dann irgendwie doch egal. Ne? Und also das war so ein bisschen so diese Fantasie, die ich so mit diesem Konzept verbunden hatte. Und deswegen war die mir so als Idee positiv in Erinnerung behalten und finde die Folge selber jetzt aber eigentlich auch eher so mittelöde, ja. Also, wobei ich aber auch nachvollziehen kann, das finde ich auch interessant, deswegen von Arne das zu hören, weil das wäre ja durchaus auch eine Option gewesen. Warum hätte denn, wenn angenommen, die wären nicht böse und hätten dir die ja nicht rausgelockt, dann hätten einfach gesagt, hier, guck mal, wir machen jetzt hier diese Exkursion, so, ne, der Archäologieprofessor von Picard will Picard mal eine Runde mitnehmen. Picard kann es nicht so leicht umsetzen, weil er halt
Captain ist. Aber sie könnte doch mal locker ein paar Wochen mit denen mitgehen, da auch noch mal interessante Sachen erleben. Es hätte schon eine Menge Potenzial gegeben, da Dinge zu tun. Und dann ist eben die Frage, dann vielleicht kommt sie auch erstmal ein paar Folgen nicht zurück. Man denkt, dass, oh ja, schade, das Seven of Nine weg ist. Dann kommen sie irgendwann mal wieder und dann ist die auf einmal doch wieder. Also das wäre schon irgendwie, also hätte einen coolen Twist geben können. So, insofern viel Potenzial, leider nicht so viel umgesetzt. Vielleicht ist auch keiner drauf gekommen. Okay, ne, fair enough. Deswegen leider auch nur so lala. So, Punkt. Ich finde das, was ihr gesagt habt, was hätte sein können, finde ich total klasse. Hätte ich gerne gesehen. Denn wäre garantiert auch das Fazit bei mir etwas besser. Obwohl, es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, aber es hätte dann besser sein können. Also das, was ihr gesagt habt, das klang schon cool. Aber es ist halt so. Wir haben es ja schon mehrfach angeboten. Wir bieten uns da durchaus als Schreiber an für Story-Plot-Geschichten und so. Sagen wir es mal so, ich möchte, glaube ich, nicht schreiben. Das möchte ich nicht. Nee, ich möchte es auch in einem Podcast-Mikrofon reden. Ja, das macht Spaß. Nein, also es ist einfach so die Idee, ich glaube im Nachhinein, also man muss ja mal sagen, wirklich eine Idee zu haben und diese Idee auszuformulieren, das auf Papier zu bringen und dann zu machen, Arne, ich spreche ja auch ein Buch an, das mal gewisse Leute schreiben wollten, vielleicht erinnert er sich. Nee. Nein, gut. Ja, ja, Ideas are cheap, ne? Ja. Ja, es ist garantiert nicht einfach, so ein Buch zu schreiben, ein Drehbuch, und das so umzusetzen und auch auf die Leinwand oder ins Fernsehen oder auf den Streamer zu bringen. Und es ist immer einfach zu sagen, ja, wenn du was auf der Hand hast, also ich meine, wir sehen jetzt das fertige Produkt und geben unseren Senf dazu. Aber ich glaube, es ist auch einfach genug, also für mich, glaube ich, einfacher, wenn ich meine Ideen geben könnte zu jemandem, der schon was gemacht hat. Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich genug. Ach, es gibt ja aber auch genug Remakes, ne? Also es ist ja nicht so, dass sowas nicht möglich ist, ne? Und warum nicht mal eine neue Iteration mit so einer Anlage? Also, ne? Also ich meine, das ist tatsächlich eine Überlegung, dass das vielleicht, ich weiß es nicht. Dann tauscht man noch Kim aus und Paris und Kim wird bei mir Lieutenant Commander oder sofort. So, genau, Punkt. Ne? Nein, also ich weiß nicht, ob ich irgendwie eine gute Idee gehabt hätte, wenn man jetzt mal völlig gesponnen, wenn irgendjemand gesagt hätte nach Picard Staffel 1 hier, Nils, Arne, Frank, mach mal Staffel 2. Ich weiß nicht, ob ich eine Idee gehabt hätte zu sagen, okay, wir holen Staffel 1 mal richtig streamline, ja, so Skript flicken, das würde ich mir durchaus zutrauen. Also, ich würde als definitiv die letzten beiden Folgen einfach mal wegschneiden und was anderes machen, ja. Aber ach ja, vielleicht in 2 Jahren, ja. Also ich würde sagen, da kommt man irgendwie hin. Das Reboot von Picard. Bevor wir zu Picard kommen, machen wir den Mit Deckel Bruce auf Willis, diese ne? Folge. Oder? Ja, oh Gott. Wir machen den Deckel auf diese Folge. Liebe Höris, wenn ihr Ideen oder Meinungen zu dieser Folge habt, sagt sie uns. Das könnt ihr sehr gerne auf unserem Discord-Server machen. Ihr könnt uns das natürlich auf unserer Webseite uns sagen, ghu.companion.net, auf Twitter @gesternhu, dort könnt ihr das ebenso machen, dann sind wir meistens relativ schnell, meistens, glaube ich. Wenn ihr möchtet, dürft ihr uns bewerten auf allen Plattformen, die es so gibt, natürlich sehr gerne auf Apple Podcasts, und wenn ihr noch mehr möchtet, dann könnt ihr gerne uns auch unterstützen. Das geht auf compendion.net, einmal grundsätzlich, und auch unter dieser Folge auf unserem Server. Das funktioniert so. Ausblick. Ich habe das schon so ein bisschen gemacht natürlich, also so ein bisschen geteasert. Aber ich sage das nochmal ganz klar. Die nächste Folge, die ihr in 4 Wochen von uns hört, das ist keine TNG-Folge. Das ist keine Voyager-Folge. Nein, es ist auch keine Deep Space Nine Folge, sondern es ist ENT. Ja, wir gehen auf die Enterprise. Nein, wir werden den Captain wiedersehen, aber nicht in The Next Generation, sondern in Star Trek Picard Staffel 2, Folge 1. Und ich würde euch jetzt wirklich gerne sagen, wie die heißt, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme weiß ich das noch nicht, kann ich nicht sagen. Also, erste Episode der zweiten Staffel. Und ich freue mich da tatsächlich drauf. Ich bin ja gespannt, wie viele Namen von den Leuten ich noch weiß. Ich glaube, keinen. Cristobal hieß der, glaube ich, der Captain. Ja, Chris. Ruffy. Seven haben wir gerade drüber gesprochen. Der große Glatzenmann, den kennen wir auch noch. Das ist der Captain. Oder der Admiral, den kennen wir auch noch. Jean-Luc.
Und die Ärztin hieß irgendwas mit A, aber ich habe den Rest vergessen. Das ist egal. Wir sind doch sowieso der Meinung, dass die in Knast gehört. Egal war es nicht. Weißt du noch? Dann haben wir noch hier den Messerschwinger, Elnor. Ah ja, Elnor, richtig. War noch einer dabei? Oh Gott. Ja, wir haben jetzt ja noch ein bisschen Zeit. Das könnte man sich also die Zeit nehmen, wer möchte, nochmal die ersten 8 Folgen Star Trek Picard zu sehen. Letzten. Na sicher, Digi. Okay. Ach Mensch, da kommt Cthulhu aus dem Weltall und die Blumen, das ist doch ja, also. Total toll, super. Ich freue mich, oh, auf die Blumen. Cthulhu ging ja fast noch, obwohl das totaler Blödsinn war, aber die Blumen. Oh. Arne, hast du noch etwas zum Abschluss dieser Folge zu sagen? Lieber nicht. Nee, dann lassen wir das. Frank? Nee, alles gut. Das ist schön. Ja, dann sage ich auch einfach nur vielen lieben Dank im Delta-Quadranten. Wir sehen uns bei Picard wieder. Und ich verabschiede mich wie immer mit den Worten einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Make it so. Ciao. Hey. Wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.